noch bevor dieser Tag endet. Hey, hey, da beginnt für uns eine neue Zeit. Hey, hey, spürst du auch, dass sich alles grad wendet? Komm, komm, der Weg ist gar nicht mehr weit. Und wir haben gelernt, wie man aus seinem Herzen das Dunkel entfernt. Alles wird hell, alles wird hell. Die Metamorphose, sie geht ziemlich schnell. Die Seelen, sie leuchten wie gleißendes Licht. Wir erleben die Liebe. Nur du weißt es noch nie. Alles wird gut. Alles wird gut, uns schmilzt nur der Brägen unter dem Aluhut. Wir haben gegoogelt und wir haben gelernt, wie man im Internet den Verstand sich entfernt. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. What the fucking fuck will uns dieses wirre Wimmelvideo voller Sektenromantik-Fantasien, Delfin-Polonesen und Grashalmstreichler eigentlich sagen? Und what the fucking double fuck machen dazwischen die ganzen Bilder vom US-Militär und dem rektal geföhnten Orangenhamster Donald Trump, dem Jesus persönlich die Hand bei seinen Rechtschreibübungen im Oval Office führt? Nun, dies ist ein erbaulich gemeinter Motivationssong der sogenannten QAnon-Bewegung aus Amerika. Eine Art anonymes Online-Portal für debile Demenz-Dystopien und widerliche Weltverschwörungstheorien zum Selberbasteln für jedermann. Denn hier werden einfach die wildesten Fragen und Behauptungen aus den geistigen Güllekübeln der internationalen Schwachsinnschwurbler-Eliten ins Netz gekippt, damit sich daraus jeder seine eigene Konspirationsapokalypse zimmern kann. Zum Beispiel die besonders beliebte, dass nämlich Satan persönlich eine Gruppe superreicher Kinderschänder, angeführt von Bill und Melinda Gates, dazu anleitet, in unterirdischen Gefängnissen Kinder zu foltern, zu töten und ihr Blut zu trinken, um dadurch unsterblich zu werden und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Was? Und jetzt kommt die Pointe. Nur ein gläubiger Gutmensch noch verhindern kann, nämlich der American Jesus Donald Trump. Mit seinem Gehilfen Putin natürlich. Und spätestens jetzt wissen wir, die Welt ist definitiv am Arsch. Amen.